Vom Spitzenmanager auf die Anklagebank. 5 Jahre nach der Aufdeckung des Dieselskandals hat am Mittwoch die strafrechtliche Aufarbeitung begonnen. Ab heute muss sich Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor dem Oberlandesgericht in München verantworten. Neben Stadler sind 2 weitere Ingenieure sowie Ex-Porsche-Vorstandsmitglied Wolfgang Hatz angeklagt. Es geht unter anderem um gewerbsmäßigen Betrug in über 400.000 Einzelfällen. Gesamtschaden 3,1 Milliarden Euro. Also allen wird vorgeworfen Betrug in mittelbarer Täterschaft, weil sie manipulierte Fahrzeuge verkauft haben, die Kunden darüber getäuscht haben und dadurch ein Schaden entstanden ist. Dann wird ihnen allen strafbare Werbung vorgeworfen und mittelbare Falschbeurkundung, weil man Zulassungen beantragt hat für einen bestimmten Typ, also Typzulassungen, wo man auch die entsprechenden Ämter darüber getäuscht hat, über die Abschalteinrichtungen. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass wir es zunächst einmal mit einem sehr technischen Verfahren zu tun haben werden. Die Strafkammer wird im Einzelnen klären müssen, ob tatsächlich die Abgaswerte dieser Fahrzeuge nicht der Norm entsprach, ob eine Software verwendet wurde, um das zu manipulieren. Der gewerbsmäßige Betrug, genauso auch wie der gewerbsmäßige Betrug durch Hinterlassen, wird mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren geahndet. Der Prozess findet wegen Corona unter erschwerten Bedingungen in der JVA München-Stadelheim statt. Stadler weist bisher alle Vorwürfe zurück. Der Prozess soll 2 Jahre dauern. Das Urteil wird Ende 2022 erwartet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.